Ja, und jetzt machen wir weiter mit den Nachdenkseiten. Wir werden dann gleich den Albrecht Müller, den Begründer der Nachdenkseiten und Chefredakteur, zitiert bekommen. Ich bin ja jemand, der irgendwie langsam gar nicht mehr Fernsehen guckt. Letztens saß ich mit meinem Bürgermeister, einem braven Sozialdemokraten, zusammen. Der sagte auch, er kann sich diese Propaganda im Fernsehen nicht mehr antun. Er guckt lieber Tierfilme oder Pflanzenfilme. Aber wenn er irgendwie was mit Ukraine, Corona, Gendern oder sonst wie sieht, dann fährt er sein Telefon runter und greift lieber nach einem guten Buch. Das ist auch immer, glaube ich, die beste Alternative. Ich gucke auch schon deswegen keine Kriegsfilme mehr, weil wir Deutschen immer verlieren. Ich gucke auch keinen Fußball mehr, weil wir Deutschen immer verlieren. Ich gucke auch keine Bundesregierung mehr, weil überall, wo die Bundesregierung auftaucht, wir Deutschen auch immer verlieren. Und aus diesem Grunde, ja, ist der Fernsehkonsum ein bisschen runtergefahren. Und die Meinungen, die man da vorgesetzt bekommt, die spiegeln sich dann auch teilweise in sehr aggressiven Communities. Ich habe mal die Probe gemacht, Anfang der Woche mit Twitter. Twitter ist ja doch ziemlich woke, und eigentlich auch ein bisschen einseitig, jedenfalls mehr als Facebook, wo alle Generationen mehr durcheinander gewirbelt sind. Und habe mal die Probe gemacht und habe einfach mal gefragt, wie sieht es aus? Soll die NATO total siegen in der Ukraine oder soll es einen Kompromiss geben? Die ersten 3, 4 Stunden waren ziemlich normal. 80% waren der Meinung, dass es einen Kompromiss geben soll. Und dann kam eine Community und zeigte mir auf dem Symbol dann den Stinkefinger. Und sagte, nachdem die Umfragen, die laufen aber jetzt nicht mehr so gut, und jetzt kommen wir und da geht noch ein bisschen was. Und dann kam innerhalb von einer, na, sagen wir mal, einem halben Tag, erst einer halben Stunde deutet sich das an, dann einen halben Tag, kam dann, dass 78% der Meinung seien, die NATO müsste in der Ukraine siegen. Nun ist die Ukraine gar kein Mitglied der NATO. Und Kompromisse werden meistens akzeptiert. Ich komme dann gleich dahinter, warum das eine gefakte Propagandageschichte einer Community war. Dann habe ich gleich noch eine Umfrage gemacht und habe gefragt, seid ihr für Splitterbomben? Splitterbomben sind international geächtet. Deutschland hat die auch geächtet. Soll also die Ukraine mehr Splitterbomben bekommen und mehr schwere Waffen. Und siehe da, 61% waren genau wieder nach einem halben Tag, am Anfang war das völlig umgekehrt, der Meinung, dass die Ukraine mehr Splitterbomben von den USA geliefert bekommen soll. Und dann 72% waren dafür mehr schwere Waffen. Dann habe ich mich doch ein bisschen gewundert, mir diese ganzen Meldungen mal angeschaut und dann festgestellt, ach gucke da, das sind ja Leute, die richtig dazu aufrufen, über solche Umfragen herzufallen, meistens mit Ukraine fahren und sich dann tierisch und diebisch freuen, wenn die Umfragen manipuliert werden. Denn das waren ja keine repräsentativen Umfragen auf Twitter, sondern das waren ja Umfragen, die so mehr zufällig auf dem Twitter-Publikum beruhen. Aber dann gibt es eine Umfrage bei Civi. Das ist eine richtig repräsentative Umfrage. Und da wurde richtig tief gefragt. Also nicht wie bei manchen aus der Hüfte geballerten Umfragen. Und siehe da, bei Civi waren 84% der Menschen, die Ukraine und die internationalen Konflikte brauchen mehr diplomatische Lösungen und weniger militärische Eingriffe. Also so manipulieren kleine Communities, die sich im Gefolge unserer Bundesregierung. Das ist die Civi-Umfrage hier, genau. Die sich im Gefolge der Bundesregierung definieren und fühlen, die Communities und machen die zu ihrem Beuteschema. Jetzt ist das, glaube ich, die etwas abweichende Grafik. Ihr seht also nicht die Grafik, die ich jetzt gerade in der Hand habe. Ich kann sie nochmal wiederholen. 84% waren der Meinung, dass die Ukraine mehr diplomatische
Lösungen braucht. Und 21% waren der Meinung, Waffen könnten, militärische Eingriffe könnten auch helfen. Dann wurde noch gefragt zu Wirtschaftssanktionen. Aber es ist eindeutig, dass, also es gab da nicht die Ja- oder Nein-Frage, sondern es gab mehrere Angebote. 84%, also weide, da haben wir es, ja, da haben wir es. 21% für militärische Eingriffe, diplomatische Verhandlungen. 86,7, ach, falsch zitiert, sogar noch zwei mehr. Und wirtschaftliche Sanktionen, 55%, da könnte man noch lange diskutieren. Viele denken halt, wirtschaftliche Sanktionen sind friedliche Maßnahmen, sind aber auch kriegerische Maßnahmen, wie wir seit dem Irakkrieg wissen. Und dann gibt es noch keine der genannten Mittel, 5%, na immerhin, und dann weiß nicht 1,8. Ja, das ist schon eine Situation, wie die Meinungen gerade für den Krieg manipuliert werden. Aber ich glaube, diese Umfrage ist sehr repräsentativ und andere Umfragen bestätigen, die Mehrheit der Deutschen wollen nicht weiter in den Krieg in der Ukraine und der NATO hineingezogen werden. Ein Großteil der Menschen kapiert auch, dass vor dem Einmarsch der Russen es eine Menge Provokationen gegeben hat. Immerhin, wir haben ja da damals mit dem Oberstrichter bei Mots gesprochen, der das ja auch nochmal gesagt hat. Also dass jedenfalls die OSZE schon ein paar tausend Menschen, die erschossen wurden von ukrainischen Nazis und dem Azov-Bataillon durch Scharfschützen und Streumunition, Kinder, Frauen, andere Menschen in den ostukrainischen Republiken, also den angeblich pro-russischen, bevor das zu dem Einmarsch kam, also der russische Einmarsch eine Vorgeschichte hatte, der ja auch mit dem Begriff Minsker Abkommen verbunden ist. Wir werden darüber gleich nochmal mit André Hunko reden. André Hunko war gerade in den USA, hat mit vielen Menschen, auch mit emigrierten Russinnen und Russen in New York und anderswo gesprochen. Das ist ja das Bild von André Hunko mit dem Symbol der Vereinten Nationen, die also die Waffen ja geächtet haben. Denn Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, mit dem ich lange auch befreundet war, als ich noch in der SPD war und dann, als ich in der Linkspartei Schatzmeister in Europa gewesen bin, das ist Antonio Guterres und ich in Lissabon. Antonio Guterres hat jetzt einen Vorstoß gemacht, wieder mehr diplomatische Initiativen mit dem Hinweis, wir wollen vereinte Nationen, aber nicht weiter verfeindete Nationen. Und darüber werden wir gleich mit ihm sprechen. Ich will vorher aber nochmal, wie angekündigt, zurückkommen auf Albrecht Müller und die Nachdenkseiten. Albrecht Müller, also man kann die Nachdenkseiten gar nicht oft genug bewerben. Es ist ein ganz großartiges Organ der Aufklärung, der Gegenöffentlichkeit, bei der man, auch wenn man skeptisch gegenüber linke und antiimperialistische und friedensorientierte Informationen und Portale ist, jedenfalls eine faktische Gegenmeinung erfährt, um das andere besser kontrollieren zu können. Weil die Wahrheit ergibt sich ja, indem These und Antithese in einen Raum gelassen werden und nicht wie in der Bundesregierung und mit ihren Propagandaorganen und Medien nur eine Meinung immer wieder in die Köpfe reingebimst wird, bei Corona genauso wie beim Ukraine-Krieg. Und auch darüber werde ich ja mit André Hunko gleich sprechen. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Albrecht Müller hat etwas ganz Unauffälliges und gleichwohl Verdienstvolles getan. Er hat eine Rede von John F. Kennedy aus dem Jahr 63 rausgekramt. Die große friedenspolitische Rede von John F. Kennedy. Ich will euch dazu sagen, damit ihr nicht denkt, ich sei ein ewig bolschewistisch versiffter Linker gewesen. Ich habe damals mit 13 Jahren zwei Nächte geheult, als John F. Kennedy ermordet wurde. Das war im Frühwinter oder Spätherbst des Jahres 63. Und wenige Wochen zuvor hat dieser
amerikanische Präsident eine erstaunliche Rede gehalten. Und zwar war das eine Rede vor einem Universitätspublikum, hat auch da einen Talar, einen Professorentalar an. Und es wird von Albrecht Müller beschrieben als die wegweisende Friedensrede, in der Kennedy Brücken baut, den großen Blutzoll der sowjetischen Völker anerkennt im Zweiten Weltkrieg und indem er dann eben auch sagt, dass Probleme und Konflikte, die Menschen eingebrockt haben, Menschen auch lösen können. Und deswegen möchte ich ein paar Zeilen daraus vorlesen. Es war vor der amerikanischen Universität am 10. Juni 1963 in Washington, D.C. Jetzt zitiere ich John F. Kennedy und möchte dann, bevor wir dann zu André Hunko kommen, noch mal ganz kurz sagen, wie ich den Mord an John F. Kennedy später, viel später, nachdem ich 63, 13 war, dann interpretiert habe. Aber jetzt zunächst seine großartige Rede. Von welcher Art Frieden spreche ich? Welche Art Frieden streben wir an? Es geht hier nicht um eine Pax Americana. Achtung, Herr Biden, es geht hier nicht um eine Pax Americana, die der Welt durch amerikanische Waffen aufgezwungen wird. Derzeit müssen wir zur Friedenssicherung jedes Jahr Milliarden von Dollar für Waffen ausgeben, die nur gekauft werden, damit wir sie niemals einsetzen. Stimmt auch nicht, Herr Biden. Denn als Ihre Lager leer waren mit konventioneller Munition, haben Sie Streubomben und Splittergranaten an die Ukraine geliefert. Und zwar deswegen, weil Sie die anderen Granaten nicht mehr hatten. Also bei Kennedy war das noch der Wunsch, wir kaufen und produzieren Waffen, damit wir sie nie einsetzen. Joe Biden hat sie schon eingesetzt. Ich fahre fort mit seiner Rede. So mancher sagt, dass es sinnlos sei. Von weltweit gültigen Gesetzen oder globaler Abrüstung zu sprechen und dass dies so lange der Fall sein wird, bis die Machthaber der Sowjetunion eine aufgeklärtere Haltung einnehmen. Und kann man sagen, es ist nicht mehr die Sowjetunion, heute ist das Putin, das ist nur noch Russland, das ist kein sich selbst sozialistisch nennendes Land, aber immerhin, man könnte schon eine gewisse Parenthese herstellen, einen bestimmten Vergleich herstellen zwischen dem, wie Kennedy die Sowjetunion beurteilt und wie Albrecht Müller Russland heute beurteilt. Ich fahre fort mit Kennedy. Ich hoffe, Sie werden das tun, also die Führer der Sowjetunion. Ich hoffe, Sie werden das tun und denke, dass wir Sie dabei unterstützen können. Ich denke aber auch, dass wir unsere eigene Haltung als Einzelne und als Nation erneut hinterfragen sollten, da sie eine genauso wichtige Rolle spielt wie die der Sowjetunion. Also hinterfragen der eigenen Positionen und damit anstoßen, dass auch andere ihre Position hinterfragen. Lassen Sie uns überlegen, sagt John F. Kennedy, wie wir zum Frieden an sich stehen. Zu viele Menschen unter uns glauben, dass es nicht möglich sei, in Frieden zu leben. Zu viele denken, dass dies unrealistisch sei. Dies ist jedoch eine gefährliche, defätistische Ansicht. Sie führt zu der Schlussfolgerung, dass Krieg unvermeidbar ist und von Kräften geleitet wird, die sie nicht kontrollieren kann. Wir müssen diese Ansicht nicht akzeptieren. Unsere Probleme wurden von Menschen verursacht, weshalb sie auch von Menschen gelöst werden können. Für Weltfrieden wie auch für den Frieden innerhalb einer Gemeinschaft ist es nicht erforderlich, dass jeder Mensch seine Nachbarn liebt. Es ist lediglich erforderlich, dass sie in der Lage sind, durch gegenseitige Toleranz zusammenzuleben und Streitpunkte auf gerechte und friedliche Weise beizulegen. Die Geschichte lehrt uns ja, dass Feindschaften zwischen Nationen nicht ewig andauern. Und dies gilt auch für Menschen, wie tief unsere Vorlieben und Abneigungen auch verwurzelt sein mögen. Die Beziehungen zwischen Nationen und Nachbarn verändern sich im Laufe der Zeit und unter Berücksichtigung neuer Ereignisse auf oft überraschende Weise. Wir Amerikaner finden Kommunismus zutiefst abstoßend. Naja, wir Amerikaner,
Das war in einer Umfrage 22 Jahre vor dem Jahre 63 eine andere Umfrage. Aber nehmen wir es mal von John F. Kennedy jetzt so hin. Wir finden Kommunismus zutiefst abstoßend, weil in ihm persönliche Freiheit und Würde negiert werden. Da hat er wahrscheinlich zu einem Teil recht. Trotzdem können wir den Russen aufgrund ihrer zahlreichen Errungenschaften zujubeln. In Wissenschaft und Raumfahrt, beim wirtschaftlichen und industriellen Wachstum, in der Kultur und mutigen Haltungen. Beide Länder geben gewaltige Summen für Waffen aus, obwohl diese Gelder besser für die Bekämpfung von Unwissenheit, Armut und Krankheiten verwendet werden könnten. Beide Länder sind in einem gefährlichen Teufelskreis gefangen, in dem das Misstrauen, das auf einer Seite herrscht, auf der anderen Seite auch Misstrauen hervorruft. So führen neue Waffen immer dazu, dass auch der anderen Seite das Waffenarsenal vergrößert wird. Kurzum, sowohl die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten als auch die Sowjetunion und ihre Alliierten haben ein tiefes, auf Gegenseitigkeit beruhendes Interesse daran, dass ein gerechter und ehrlicher Frieden herrscht und dem Wettrüsten und dem militärisch-industriellen Komplex Einhalt geboten wird. Wenige Wochen nach dieser Rede war John F. Kennedy tot. Erschossen in einem offenen Auto, in dem er durch Dallas gefahren war. Die meisten von euch kennen diese Bilder. Danach haben die Geheimdienste CIA und die Polizei, FBI und andere die Nachrichten in die Welt gesetzt, die Kubaner hätten ihn ermordet oder über die US-Mafia ermorden lassen. Wer dann, wie zahlreiche Filmemacher und Journalisten, diese These anzweifelte und die These in den Raum stellten, John F. Kennedy sei von den eigenen Kräften im eigenen Staat ermordet worden, auch wegen dieser Friedensrede. Auch weil er nicht in Vietnam zuspitzen wollte. Auch weil er auf der Bremse gestanden hat während des Schweinebucht-Abenteuers der USA gegen Kuba. Weil er für einen Ausgleich eintreten wollte, hätte er sein Leben gelassen und das seien Kräfte ewig gestrige im tiefen US-Staat gewesen, die an seiner Ermordung ein großes Interesse hatten und wahrscheinlich auch mitgewirkt haben. Als das verbreitet wurde, kam zum ersten Mal der Satz: It's a conspiracy theory. Es ist eine Verschwörungstheorie. Das heißt, in dem Moment, wo man die Kräfte im eigenen Land verdächtigt, etwas gegen die eigene Bevölkerung zu tun, kann das Fallbeil herunterkommen, Verschwörungstheorie. Zum ersten Mal war das erfolgt, damals kurz nach der Ermordung von John F. Kennedy, nach dieser großartigen Rede von ihm. Und ihr wisst ja alle, dass es dann den Film JFK gegeben hat und dann ploppte diese Conspiracy Theory, diese Verschwörungstheorie wieder hoch und dann hieß es, dass ja, jeder, der diesem Film folgt, dann eben auch ein Verschwörungstheoretiker sei, weil er nicht akzeptieren würde, dass die Russen oder die Kubaner John F. Kennedy ermordet haben. Nur warum sollten Russen und Kubaner, Sowjets und andere ein Interesse an der Ermordung eines solchen Präsidenten haben, der eine solche Rede gehalten hat, die ich alle empfehle, auf den Nachdenkseiten nochmal nachzulesen oder vielleicht im Original auch sich anzuhören. Es ist beeindruckend, wie dieser Mensch eben dort für den Frieden wirbt. Gleich will ich mit André Hunko diese Frage weiter verfolgen, auch was er davon hält und welche Chancen er dem beimisst, wenn Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, jetzt für eine neue Friedensoffensive eintritt. Hier nochmal damals in Lissabon mit ihm gemeinsam, ein großartiger Mensch, ein großartiger Sozialist, einer, der den Begriff Sozialist nun wirklich mit Leben gefüllt hat und nicht als Karriereantrieb missbraucht hat. Also jedenfalls werde ich gleich mit André darüber sprechen. Und jetzt
Ein ganz kleines bisschen will ich noch mal kurz erklären. Irgendwann gab es ein Lied von Jewgeni Jewtuschenko, einem großen russischen Dichter. Und das Lied hatte den Text: Meinst du, die Russen wollen Krieg? Und dann kam der Naseweis Jan Böhmermann und sagte, nachdem die Russen in der Ukraine einmarschiert war: Hehe, seht ihr, alles falsch, die Russen wollen doch Krieg. Und war hämisch und ganz selbstgefällig und triumphierte, dass das ja eigentlich der beste Beweis ist, dass die Politik von Willy Brandt der Versöhnung mit dem Osten völlig gescheitert sei, dass wir jetzt auf NATO und Bewaffnung und Streubomben und anderes setzen müssen, um die Russen endgültig in die Knie zu zwingen. Das hat er smarter gesagt, all den, sagen wir mal, grad an nicht ganz wahrhaftigen Aussagen bei Jan Böhmermann wird meistens sehr smart und soft gesagt und dann lacht er sehr viel dabei. Aber es ist die herrschende NATO-Propaganda.